Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich wollte heute ein Video machen zum Thema anonymisierte Bewerbungen schreiben. Und Christoph hatte eine Frage zu dem Thema. Und zwar hat Christoph Folgendes geschrieben. Liebe Vera, ich brauche nochmal deinen fachmännischen Rat. Ist es arbeitsamtkonform, wenn man komplett anonymisierte Bewerbungen verschickt, in denen kein Name, Geschlecht, Wohnort, Alter, ehemaliger Arbeitgeber, Pünktchen, Pünktchen zu erkennen sind? Arbeitszeugnisse werden entweder weggelassen oder dementsprechend geschwärzt. Als Kommunikation soll nur eine E-Mail-Adresse angegeben werden aufgrund von Diskriminierung Wohnort, Stadt, Dorf. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes befürwortet ja prinzipiell anonymisierte Bewerbungen, also kann das Arbeitsamt ja eigentlich nichts dagegen haben, oder? Vielen Dank, schöne Grüße, Christoph. Danke, Christoph, für deine Frage und sorry, dass es so lange gedauert hat. Wenn ihr euch fragen solltet, warum will man überhaupt eine anonymisierte Bewerbung schicken, erst einmal ist das ein guter Weg, um einen besonders vertrauenswürdigen Eindruck bei Arbeitgebern zu wecken, die dich besonders interessieren. Zweitens kannst du damit Bewerbungen, die vielleicht nicht hundertprozentig motiviert geschrieben wurden, können nicht mit dir in Verbindung gebracht werden, falls du dich irgendwann mal bei demselben Arbeitgeber nochmal bewerben solltest. Die Frage ist jetzt aber hier die Frage von Christoph. Darf man die Bewerbungen anonymisieren? Und falls ja, was darf man weglassen? Darf man nur die personenbezogenen Daten schwärzen? Oder darf man vielleicht wirklich auch die alten Arbeitgeber und alles Mögliche weglassen? Es stimmt auf jeden Fall, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes befürwortet prinzipiell anonymisierte Bewerbungen. Der Haken ist aber, glaube ich, dass die Bemühungen, wie ich es jetzt auf der Seite von der Antidiskriminierungsstelle gesehen habe, nicht so sehr darauf liegt, Bewerber darin zu schulen, ihre Bewerbungen anonym zu schreiben, sondern eher darauf, Arbeitgeber zu schulen, anonymisierte Bewerbungsverfahren einzuführen. Das heißt, die Fragen, die sich für mich ergeben, befürwortet das Jobcenter auch diese anonymisierten Bewerbungen oder ist das nur die Antidiskriminierungsstelle? Und auch falls es das Jobcenter nicht befürworten würde, gibt es vielleicht eine gesetzliche Grundlage, auf die man sich berufen kann und dann anonymisierte Bewerbungen schreiben kann, auch wenn das Jobcenter das gar nicht möchte. Und dann die Frage, was darfst du alles streichen, falls du es darfst? Zur ersten Frage. Befürwortet auch das Jobcenter anonymisierte Bewerbungen? Ich würde tendenziell sagen, nein. Auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit zum Thema Bewerbungen schreiben steht zwar ein Hinweis, dass manche Arbeitgeber anonymisierte Lebensläufe erwarten. In diesen wird auf das Foto und alle Angaben, die einen Rückschluss auf ihr Geschlecht oder ihre Herkunft ermöglichen, verzichtet. Es steht hier aber auch explizit drin, dass eine Bewerbung, es steht hier aber nicht explizit drin, dass du deine Bewerbung anonymisieren sollst. Stattdessen wird empfohlen, dass die persönlichen Angaben gemacht werden mit Foto und auch hier genau nochmal mit Unterschrift und zwar mit dem kompletten Vor- und Nachnamen. Das Foto, das soll wohl unbedingt mit. Das heißt, die Bewerbungsempfehlungen des Jobcenters sind eher klassisch bis veraltet. Eine anonymisierte Bewerbung wird auf dieser Seite zwar erwähnt, aber auf jeden Fall nicht promoted. Aber was das Jobcenter gerne hätte und was man machen darf, das sind ja oft zwei Paar Schuhe. Darum, wie sieht es aus mit der gesetzlichen Grundlage? Gibt es da eine? Darf man anonymisierte Bewerbungen schreiben? Es gibt jetzt kein anonyme Bewerbungsgesetz schreiben, aber es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und in dem steht, Paragraph 1, Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Das ist auf jeden Fall hier Paragraph 1 dieses allgemeinen Gleichstellungsgesetzes. Und wenn wir da nochmal hier genauer nachschauen, es geht explizit um Gründe der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, eine Behinderung des Alters oder der sexuellen Identität.
Das heißt, ich würde sagen, wenn du Daten anonymisieren darfst, dann diese Daten, die irgendeinen Hinweis auf einen von diesen diese charakteristischen Ticken geben, Auskunft darüber geben, würde ich sagen. Noch restriktiver ist aber, also das heißt, ich würde sagen, das bezieht sich nicht auf Informationen zu den Arbeitgebern oder wie würdet ihr das sehen? Noch ein bisschen restriktiver ist aber auch sogar die Definition der Diskriminierungsstelle. Da habe ich eine gefunden aus dem Jahr 2015. Ich weiß nicht, ob die inzwischen aktualisiert haben. Auf jeden Fall haben die eine Definition, was eine anonyme Bewerbung ist. Und dort steht, es handelt sich hierbei um Bewerbungen, die weder ein Foto noch den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum oder Angaben zum Familienstand oder zur Herkunft der sich bewerbenden Person enthalten. Bla 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 bla. Ah, na ja, das ist doch noch wichtig. Bei anonymisierten Lebensläufen stehen ausschließlich Fähigkeiten und Kompetenzen der Bewerberin oder des Bewerbers im Mittelpunkt. Hier steht auf jeden Fall nicht mehr konkret wie in Paragraph 1 des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, dass Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder Sexualität mit drinnen sind. Aber gut, das schreibt man wahrscheinlich auch ähnlich in die Bewerbung. Das heißt, basierend auf diesem Gesetz und dieser Definition würde ich sagen, dass es theoretisch möglich sein müsste, auf diese grundlegenden personenbezogenen Daten die Rückschlüsse auf hier Name, Adresse, Geburtsdatum, Familienstand und Herkunft geben, zu verzichten und sich dabei auf das Antidiskriminierungsgesetz oder hier diese Definition der Antidiskriminierungsstelle zu beziehen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass altmodische Fachkräfte, die herkömmliche Bewerbungen gewohnt sind, ein Problem damit haben könnten, wenn die eine solche anonymisierte Bewerbung in der Hand haben und möglicherweise sogar Sanktionen hier aussprechen würden oder dich vielleicht auch ein Bewerbungstraining schicken wollen. Was denkt ihr, ist das jemand von euch schon mal vielleicht passiert? Hat jemand schon mal eine anonymisierte Bewerbung geschrieben und hat dann Ärger vom Jobcenter bekommen? Falls ihr irgendwas wisst oder ein paar Gerichtsurteile kennt, die einem vielleicht helfen könnten, diese ganze Lage ein bisschen einzuordnen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das Einzige, das ich kenne, ist eins zum Thema Bewerbungsfotos. Da hatte wohl jemand sich ohne Bewerbungsfotos beworben und hat dann von seinem Jobcenter für 3 Monate 30% Sanktionen bekommen. Das Sozialgericht Berlin, das ist da wohl noch mitgegangen und erst beim Landessozialgericht, das heißt in der zweiten Instanz, hat dann der Kläger Recht bekommen und es hieß, Nachteile für den Kläger lassen sich hieraus aber schon deshalb nicht herleiten, weil ein Foto des Bewerbers bei der Bewertung einer Bewerbung von vornherein keine Rolle spielen darf. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Rechtsprechungen, die anonymisierte Bewerbungen hier, das auf jeden Fall denen Recht geben. Wichtig ist aber im Hinterkopf zu haben, Gerichtsurteile sind nicht bindend, was das Sozialgericht hier, selbst das Landessozialgericht und selbst wenn es das Bundesverfassungsgericht wäre, an einer Stelle sagt, das kann in Buxtehude im Sozialgericht jemand ganz anders entscheiden. Darum erstmal das, aber Foto kann man wohl tendenziell weglassen. Wenn man Glück hat, kommt man damit durch. Dann, wie gesagt, das war erst in der zweiten Instanz. Das heißt, wenn man eine Bewerbung anonymisiert, dann muss man vielleicht vorbereitet sein, dass man den Rechtsweg gehen muss und auch bereit sein, den erstmal durchzuziehen. Dann auch noch dieses Urteil, das war aus dem Jahr 2006. Inzwischen hat sich da vielleicht auch was getan. Wenn ihr eine Ahnung habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich freuen. Gucken wir auch nochmal ganz kurz nur in diese Urteilsbegründung da, was da für Gesetze waren. Und da steht nämlich, hier könnt ihr euch selber durchlesen. Was ich sagen wollte ist aber, es gibt wohl außer diesem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz auch noch irgendwelche Richtlinien, die es wohl auch schon vor dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz gab. Genau, das heißt, ich würde sagen, tendenziell könnte man in einer anonymisierten Bewerbung auf die grundlegenden personenbezogenen Daten verzichten.
Und man könnte tendenziell damit durchkommen, müsste aber auch möglicherweise den Rechtsweg in Kauf nehmen, je nachdem, wie die Fachkraft drauf ist wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich glaube, dieses Anonymisieren bezieht sich nur auf die personenbezogenen Daten, nicht auf die vorherigen Arbeitgeber und so weiter. Seht ihr das anders? Macht ihr das anders? Habt ihr da andere Praktiken oder Erfahrungen? Dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich glaube aber, dass diese vorherigen Arbeitgeberinfos eigentlich wahrscheinlich schon rein müssen, weil in dieser Definition steht ja explizit, bei anonymisierten Lebensläufen stehen ausschließlich Fähigkeiten und Kompetenzen im Mittelpunkt. Das heißt, der Fokus liegt auf der beruflichen Erfahrung und den Qualifikationen, und ich kann mir vorstellen, dass wenn du schon deine personenbezogenen Daten weglässt und dann auch noch den Fokus von deinen beruflichen Erfahrungen nimmst, könnte das vielleicht Probleme geben. Aber wenn ihr das anders seht oder andere Erfahrungen habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dann kurzer Hinweis, es gibt noch ein paar Ausnahmen. In diesem allgemeinen Gleichstellungsgesetz steht auch, dass eine unterschiedliche Behandlung zulässig ist, wenn die beruflichen Anforderungen es fordern. Ich glaube, das ist Paragraph 8. Und eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters gibt es wohl auch. Genau. Das ist Paragraph 10 des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes. Dann, ich habe noch eine Frage zu dem Thema. Und zwar, das Antidiskriminierungsgesetz ist ja ein Gesetz, das Menschen schützen soll, die diskriminiert werden. Zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft. Und in Deutschland werden ja eher Menschen mit nicht-deutschen Namen diskriminiert. Was ist, wenn mein Name zum Beispiel Hans Wurst oder irgendwas anderes super Deutsches ist und ich meinen Namen bei einer Bewerbung anonymisiere, mein Jobcenter das aber gar nicht gut findet, mich daraufhin sanktioniert, ich mich entscheide, den Klageweg zu gehen und dann frage ich mich, ob das Sozialgericht meiner Begründung folgen würde, wenn ich sage, ich wollte nicht diskriminiert werden aufgrund meines deutschen Namens. Und habe deswegen die Bewerbung anonymisiert. Meint ihr, das funktioniert? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber gut, mit diesem Bewerbungsfoto hat es ja auch funktioniert, glaube ich. Gut, ich weiß es nicht. Aber das Bewerbungsfoto könnt ihr auch andere Gründe haben als der Name. Das war auf jeden Fall meine Frage. Falls ihr Tipps, Erfahrungen, irgendwas habt, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Danke im Voraus für eure Beiträge. Danke an dieser Stelle auch an IsXisXi und Vegan Future für die Anregungen und die Infos zum Thema. Danke euch fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.